sind wir. Das ist Mr. Fellbeck Suite. Wie Sie sehen, bieten wir all unseren Bewohnern einen sehr großzügigen Wohnraum. Entschuldigen Sie bitte, was ist das? Ein forensisches Licht. Ich suche nach Blutspuren. Sie haben hier nichts reinigen lassen, nicht wahr, Francis? Das Zimmer ist so, wie Mr. Fellbeck es verlassen hat. Interessant. Die Inneneinrichtung ist recht eigen. Die meisten Möbel sind französischer Kolonialstil. Ja, Mr. Fellbeck hatte ein faszinierendes Leben, ja. Er sagte mir, er hat fast 20 Jahre in Paris gelebt. Hat sich Mr. Fellbeck je beschwert, dass Mitarbeiter ihn schlecht behandeln? Nein, überhaupt nicht. Er war sehr, sehr glücklich hier. Das Personal hat ihn gemocht. Was ist mit den anderen Bewohnern, haben die sich beschwert, dass sie von den Mitarbeitern schlecht behandelt wurden? Agent Booth, unsere Bewohner hier sind am Abend ihres Lebens. Sie leiden an Demenz, an Alzheimer. Wenn sie verwirrt sind, kann es schon sein, dass unbegründete Anschuldigungen gemacht werden. Booth, ich habe was gefunden. Sie hat was gefunden. Oh mein Gott, ist er hier getötet worden? Nein, hier hat er die Glückseligkeit erfahren. Mein Mann bezieht sich hier euphemistisch auf Sex. Allein der Menge, der hier... Sie brauchen einen neuen Reinigungsservice. Also, wer hat Mr. Fellbeck besucht? Mit besucht meint er... Geschlechtsverkehr. Ja. Das ist sie, direkt da drüben in Blau, Barbara Baker. Armes Ding, sie hat so viel durchgemacht. Wie meinen Sie das? Sie hat keine Familie. Sie hat gar keinen. Naja, eigentlich hat sie eine Tochter, aber die haben sich ewig nicht gesehen. Barbara weiß nicht mal, wo ihre Tochter lebt. Sieh sie dir an, Bones. Sie sieht aus wie meine Grandma Alice. Oma. Entschuldigen Sie bitte. Hey, lass mich allein mit dir reden. Ich will nicht, dass du sie aufregst oder was sagst, was ihr Angst macht. Ist schon gut. Ich hab nicht vor, bei dieser armen Frau einen Herzinfarkt auszulösen. Hi, Ladies. Barbara Baker, können wir Sie einen Moment sprechen? Oh, nicht jetzt. Ich bin 84 und spiele Bridge. Was immer Sie wollen, kann nicht wichtiger sein, als Bridge zu spielen. Es hat was mit James Fellbeck zu tun. Wenn einer in meine Karten sieht, weiß ich das. Nein. Sagen Sie mir die Wahrheit. Geht es James gut? Vielleicht wollen Sie sich hinsetzen. Ist er tot? Ja, Ma'am. Ermordet? Ja. Dieser Mistkerl! Rufus! Du Bastard! Du dreckiger Mistkerl! Redest du denn da? Hör auf damit! Was soll denn das? Hey, wer hat sie mit Stock hin? Hey, komm, aufhören! Ich würde sagen, wir haben unseren nächsten Tatverdächtigen, nur weiß ich nicht, wer Verdächtiger ist. Mr. Tucker oder die stockschwingende Lady? Hör auf, Barbara! Das gibt einen blauen Fleck.